Du Eddie, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst. Hä? Was soll das? Aufs Maul! Da kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann klatscht es. Moin Sendung, willkommen zurück bei Staffel 32 mit der Folge 12 zusammen mit Etienne und mit Dora Mois. Hallo. Hallo. So, jetzt wollen wir wie angekündigt ein bisschen Ulrich machen, zwecks Sprengkraft. Vielleicht Rakete oder sowas finden, damit wir die dann halt noch wirklich noch wegkriegen. Die müssen den Vibe noch weg. Die Schmach können wir so nicht sitzen lassen. Jetzt suchen wir bloß ein Boot, ja. Wollen wir mal die Frau, die uns ein Boot leihen? Jo, können Sie mal ein Boot leihen? Wir wollen nicht raiden, aber ja, wir haben kein Boot. Wenn wir uns ein Boot, dann raiden wir euch nicht. Nee, das ist ja wieder erpressen, das ist ja auf den Arsch, sowas. Wenn wir jetzt alle in eine Richtung laufen, finden wir kein Boot. Ja, jetzt bleiben wir halt zusammen. Wir laufen einmal um die Insel rum. Und wenn wir dann nichts finden, müssen wir auf Festland. Mal gucken, ob sie sich immer noch nicht aufgebaut haben. Ach, die nicht. Bin aufgegangen, weil dann kann man mich nicht raiden. Kann man doch trotzdem. Ja, Ete, du hast den Witz gerade nicht verstanden. Du hast einen Witz gemacht. Was? Immer noch. Noch was? Oh, einer ist im Wasser. Was zum Teufel? Ich hab doch gerade Wasser gehört, oder ist einer von euch reingelaufen? Ich eigentlich nicht. Krass. In Base ist niemand. Ja, komm. Vielleicht haben sie auch keine Materialien mehr und fahren jetzt aber gerade. Keine Ahnung. Boah, jetzt ist hier kein Boot, Alter, ne? Ist das schon wieder so richtig. Rippity rip rip. Tjo. Sieht schlecht aus, ne? Ihr großes Kanonenboot, sag ich schon. Ihr komisches Patrouillenboot noch da stehen? Ja, also haben sie nicht. Noch. Ja. Ja, dann merken wir uns das. Wollen wir fragen, nicht? Oder wollen wir einfach klauen? Weil, wenn die auf. Ich kann wegsnipen, ich hab die R96 mit. Ja, dann geh oben auf in Deckung. Okay, ich bin jetzt halt nach oben. Dora muss kurz warten, bis Ete in Position ist. Wir sind am Dach. Ich hoch. Ja, im Shooting Floor. Siehst du ihn? Loot hier oben. Ich sehe nicht mal, Alter. Hä? Leck? Boah, jetzt hat mir nicht der Server schon wieder, Alter. Doch. Echt jetzt? Ja, ist weg. Ja, bewegt sich keiner mehr.
Egal, dann kann ich das Boot easy klauen. Ja. Dann fahr mal Was? Richtung Nordosten dann raus. Ich. Guck mal, was er hat. Das Boot ist fast kaputt. Wo seid denn ihr überhaupt? Auch da habt ihr gestanden. Sie Boah, steht oben mit Alter. einer Tommy. Das ist doch scheiße. Ja, langsam nervt's wirklich. Also. Das bremst uns so aus. Werden Inside. Joel, komm bitte schnell. Es ist aber nur timed out. Das ist doch kein Serverabstoß, oder Bei mir nicht? war unresponsive. Oh, schon. Oh, da werden welche Codelock geradet. Wo? Hier auf dem Server. Schreibt einer gerade im Discord. Den wahrscheinlich gestern schon gewesen. Nee, warte mal, wieso schreibt denn der Admin werden insided? Joel, komm bitte schnell. Was und selbst wenn, was will der Admin da machen, hä? Wann haben die das bitte geschrieben? Bei mir steht da Puls, loote mich mal bitte nicht. 14:51. Jetzt sind Oh. sie schon wieder 3 Stunden her, Udi. Ja, ich sehe es gerade. Server starb. Wollte schon sagen, das habe ich doch davor irgendwann gelesen. Da hat einer sogar Client Connect IP reingeschrieben. Habe ich schon gesehen, weil er schon zweimal gemacht heute. Tja, liebe Zuschauer, so ist das hier aktuell gerade. Es ist eine schwierige Situation. Wir haben gerade mal jetzt Folge 12 und wir mussten gestern abbrechen wegen dem Scheiß und es ist heute auch sehr schwer, Folgen aufzunehmen. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Jetzt wird es langsam, also ich habe Geduld. Aber die Geduld Abgeschmiert. ist jetzt echt am Ende, Alter. Was hat ein Update? Wieder ein paar Megabyte. Tja, mal gucken. Was machen wir? Erstmal versuchen, ein Boot zu klauen, würde ich sagen. Bevor jetzt wieder rausgehen und dann der Server wieder Habe ich nicht. schon. Hab's Boot. Okay. Der Server dann wieder nicht geupdatet wird. Ewig. Bin ein bisschen weggefahren, gell? In dem Boot war sogar noch Low-Grade drinnen. Okay, ich komme zurückgelaufen. Ede, bist du auch schon wieder drin? Nee, Ja. ich muss kurz ein Update machen. Nein, er hört nicht zu. Mein Spiel ist abgestürzt! Ja, dann kann man es nicht ändern. Mann, ey! Wo liegst du? Ich loote dich. Du wirst jetzt eh nicht mehr raufkommen. Ein bisschen weiter hinten. Das ist nur so ein Mini-Update. Ja, Nichts aber was ist, wenn es abzuwerten, wieder oder so was? eins ist, wo der Server denn braucht, weißt du? Wo denn Ede zu aktuell ist und der Server noch nicht so aktuell ist und. Ich glaub's nicht. Was die Idioten da reinschreiben, Discord, ne, ist unfassbar. Ja, wo liegst du jetzt? Schöne Kacke. Ich sehe ihn. Du siehst ihn? Ja. Guck mal, ich bin Er jetzt hier. schwebt in der Luft, glaube ich. Wo ist er denn? An der Klippe. Ja, guck mal, du siehst mich doch, oder nicht? Nö. Ja, ich bin doch hier, ich sehe dich doch auch. Ich sehe dich nicht. Alter, ich bin auf 280. Ja, ich sehe dich nicht, Odi. Warum siehst du mich nicht? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil du nicht an der Kante von der Klippe stehst. So, jetzt stehe ich so an der Klippe, Alter, ne? Ich sehe dich nicht. Ich sehe nur Etienne's Punkt. Ich habe auf dich geschossen, hast du gehört? Nee, dann ist das ja überhaupt geschmiert. Ach! Es ist einfach so Schmutz.
Machst du die Aufnahme jetzt weiter? Nee, ich werde jetzt erstmal Cut machen hier, weil das bringt ja so überhaupt nichts. Die Staffel ist dann jetzt sowieso am Arsch. Weil? Ja, wegen den ganzen Rumgelecke. Ist nicht einfach an. Also nicht im Arsch, aber. Ich weiß nicht. Wir machen jetzt erstmal einen Cut und dann überlege ich mir erstmal was. Bis gleich. So, hallo, da sind wir wieder. Nach genau 7 Stunden. Der Server wurde jetzt auf einen anderen Host übertragen, also einen anderen Anbieter, einen anderen Provider oder wie man das so sagen will. Es war knapp, viele wollten einen Freshvibe, also eigentlich war 50-50 für einen Freshvibe, wäre natürlich für uns mega Bullshit gewesen, weil ich drück mal das Ding noch, kommst du rausgefahren so? Hey, ja. Und nun seht ihr ja, es läuft ja, alles. Fuse? Nee. Nein. Karten und so, musst du alles haben. Ja, ich hab Karten. Brauchen wir überhaupt so eine Fuse, weil das habt ihr jetzt schon oft Eurig gemacht. Ja, nimm Sicherheitshalber mit. So, und jetzt wollen wir Eurig machen. Die Kollegen da hinten haben sich immer nicht weggebaut. Das gibt Rache. Mein Garten zu plündern, Kollege, Alter. Das geht ja gar nicht. Mein schönen Garten, Alter. Aber die Pumpkins schmecken so lecker. Ja, okay, dann behalte sie. Die Stimme. Nee, wir haben, danke. Wir leben einer Quelle. Ja, wir leben auf der anderen Seite. Quasi Nachbarn. Seid ihr die uns... Viel Spaß beim Ausflug, wir sehen uns. Ja, okay, alles klar. Okay. Ja, was? Seid ihr die uns verfolgt haben mal ins Military? Ich nicht, dass ich wüsste. Habt ihr Military am ersten Tag aufs Maul bekommen? Denn ja, dann wart ihr das. Nee, wir waren Launchzeit eigentlich nur. Ah, okay. Gut, Bro. Ist das die große Base? Ich muss Base? Los. Hau rein, Dude. Ja, schönen Abend noch. Bis dann. Yo, tschüss. Nein, ist die große Base da hinten da gegenüber. Also. Mir fällt das gerade ein. Warte mal. Ja. Ich hab den Sphere-Mode nicht drin. Mal kurz den hier. So. Dann machen wir wieder den hier. Mann, das jetzt. Ah, okay. Da bin ich wieder. Wenn ich F1 drück, bleibt das Boot stehen. Ja, weil du... Ja, ist normal. Tja, also wie gesagt, jetzt Mission Eurig. Sprengkraft suchen. Wenn das schon wer da ist, ne? Ja, dann gucke ich mir den Achtfach durch erstmal so, ne? Ist ja aber auch noch die R96 dabei. Also die Staffel war kurz am Kippen, weil Motivation war komplett null bei jedem. Was tust du denn hier, Alter? Ja, jetzt bisschen angetrunken, passt schon. Ja. Und wir hoffen halt, alkoholfrei ist natürlich. Wir hoffen natürlich, dass jetzt das funktioniert, weil ich bin jetzt bei Folge 12 am zweiten Tag, der dritte hat schon begonnen. Und das geht halt gar nicht, Alter. Gerade weil ich versucht habe, diesmal mehr PvP-lastige Folgen kommen zu lassen, glauben mir natürlich jetzt die verlorenen Stunden halt richtig Zeit. Damit ihr mal seht, wie groß so Aufnahmen sind. Zum Beispiel hier, Folge 10. 55 GB für 24 fucking Minuten, Alter. OBS sei Dank. Ich hab das jetzt das erste Mal mit OBS und da muss ich noch ein bisschen rumfummeln. Die Performance ist irgendwie auch besser, oder ist das gerade, wenn wir auf dem Meer sind? Nee, Performance ist besser, definitiv. Haben wir 32 GB Arbeitsspeicher und alles und mehr will ich dazu aber nicht callen. Und der Server ist nur für diesen. Okay. Also dieser gemietete PC, keine Ahnung, weil das sein soll. Host, Dingsbums da. Der Server. Hä? Der Server. Server, wieso, ja. Willst du mich voranlassen? Weil ich habe das 16-fach.
könnt doch einfach nebeneinander setzen, dann seht ihr beide was. Ja, und stimmt, ich schieße dir nicht in die Fresse. Ich sehe gerade keine Forscher. Ich auch nicht. Ah, doch, ich sehe. Doch, ja. Reicht. Na, oh, wieder dahinter versteckt, ey. Ach, genau, der komische Ding getroffen, Alter, hör auf. Down. Unten ist es tot. Bruder. Hab ihn. Ist down. Ist noch einer? Oh, Nachladen. Wo denn? Zweite Etage. Hab ihn. Jo, ich würde sagen, reicht, ne? Wir müssen ja nicht alle von hinten machen. Brumm, Alter. Warum ist das da? Mittlere Batterie ist da. Sehr schön. Sehr chill, oder? Wie gesagt, sehr schön. So, ja, na, mittlere Batterie ist doch ein Arsch. Eine Bandage. Nice, Alter, Endgame. Ich glaube, die dritte Etage, was das ist, ist, glaube ich, clear. Das ist die erste hier. Boah, das waren zwei in einem, Alter. Wie assi ist das denn gewesen? Der erste kippt, Alter, und dann plötzlich steht der andere immer noch da. Oh, hier ist clear. Wenn wir nochmal 5 Diesel bekommen. Wir müssen mal Semis finden. Jetzt der große spannende Moment. Ah, geht jetzt ab jetzt ohne Fuse, okay. Da waren wir ernsthaft die allerersten drauf, ne? Ja, waren wir auch. Kannst mir ruhig glauben, wenn ich dir was sage. Ich wollte jetzt nicht mehr schießen, weil ich nicht wusste, ob ich danach der nächste Schuss mit Ede reingeht. Hier, wo die Muni. Flanke. Ich lasse euch mal auch was übrig, ne? Hier ruhig, wenn du siehst, ich hab nur einen Revolver dabei. Ja, dann mach du doch mal. Ja, mit meinem Revolver, oder was? Nö, ja, easy. Machst du sonst auch mal? Nö, nö. Bist du so ein Hardcore-Check, ey. Mach du mal. Hm. Hier ist ein Chat. Wir können uns ja abwechseln mit so den Dingern. Ist oben noch einer? Da sind 3. Oh. Da. Jo. Muni. Muni. Hier, nimm du mal die hier. Ich hab die Pistole angelegt. Auch sie reinmachen. Kannst du rausnehmen? Pass auf, ich zeig dir da. Ein Computer, eine Computerstation. Geht so. Ach so. Oh ja, diese haben wir. Simsalab, Sesam, öffne dich. Die machen wir halt jetzt so. Wie wollen wir jetzt machen? Wieder runter oder durch. Mal gucken, ob sie verbuggt sind. Dann lass ja. Dich einfach oben clearen, oder? Ja, dann. Kann ich starten? Ja. Ich würde runter triggern zu der Treppe hier unten. Zu der einen, zu der ersten. Zu der hier. Weiß nicht, jetzt haben wir. Achso, ja. Ich dachte, das ist ja deine komische. Hast du aufgesammelt? Nö. Okay. Ich hab keinen aufgesammelt, nein. Du kannst auch hier drauf da campen. Ja, der werden sich runterputzen. Die Performance ist wirklich besser. Das ist. Ich habe 72, 70, 80 FPS. Trotz ich allen auch. Laufen. Jetzt benutzt du auch bei mir nur 9000 Megabyte RAM.
Ah, komm, hör auf. Bin verbuggt. Ehrlich? Nee, ein paar nicht. Ah, jetzt sind sie schon. Sind alle verbuggt, die Schweden. Ah. Nur manche nicht. Alle tot, oder? Jetzt. So, ich lasse. Oh, noch ein L96. Oh, ne, was? Granatlauncher. Okay. Granaten auf jeden Fall. Flammenwerfer. Naja, dann kann Dora mal jetzt die L96 nehmen. Ich nehme jetzt das. Ach komm, ich nehme einfach alles hier raus. Ah, schon wieder eine L96. Flammenwerfer. Hier liegt Logate auf dem Boden. Warte, hier kommen noch mehr jetzt. So, hier liegt Logate. An den Logate, Mann. So, Mäus, wenn jemand zu nahe kommt, weißt du, was zu tun ist. Wir hatten von euch Schrott, ich glaube, du, Mäus, ne? Ich? Nee, ich habe keinen. Ich habe 49 Schrott. Dann lass ich dir das hin. Hier unten. Ja. Pistenmuni kann weg. Und Doa sich nehmen oder so, die Hilosity. Hilosity sag ich. Nee, doch, heißt das so, glaube ich, ne? Die blaue? Hilosity, ja. Kann man scheitern. Heli auf 210. Er will landen. Jetzt, voll hier, voll hier. Headshot. Headshot und Hit hat er auf jeden Fall. Ja, ich glaube nur den Beifahrer getroffen. Die windet sich mehr, komm. Uli, das ist zu früh geschlossen. Ja, nein. Pass auf, die kommen bestimmt noch mal jetzt. Die machen neuen Anlauf. Ja. Oh, die kommen. Lass sie mal näher kommen. Sie kommen jetzt straight zu uns. Die gehen da unten bestimmt, die wollen unten landen bestimmt. Bei mir fliegt einfach ein Helikopter ohne Person rum. Wenn ich reinvisiere. Naja, bei mir ist... Oh, jetzt sehe ich wieder. Die haben AK, ich hab's gerade gesehen, der hat sie gerade aus. Aber ein gehittet noch. Bleib du mal oben, ich geh hin. Ja, ich bin ein Manöver. Man muss hier der Sprit ausgehen. Ey, der muss schon jetzt abfatzen. Kann einer auf ein Helipad gehen? Dieses 16-fache ist so hässlich. Ich gehe auf ein Heli. Willst du mal ein 8-fach haben? Die fliegen weg. Nee, passt schon. Sicher? Ja, sind weg. Wie viel hat denn neu ab, der Typ? You Player 40. Wo ist denn mein Kamerad? Oh, 193 Meter. Was denn? So, ich zieh kurz meinen Pullover. 193. Lul, 193 Meter war da nicht nur nicht mal ein 8-fach drauf, glaube ich, ne? Wenn mich alles täuscht. Das war echt Luckshot. Ich habe einen Heli getroffen, zweimal aus 370 Meter Entfernung. Uff. Das Prop wird sein, dass sie hundertprozentig irgendwo warten, bis die Kiste gedespawnt ist und fliegen dann los, um uns im Boot abzufahren. Deswegen überlege ich hier, ob wir vielleicht mal ausnahmsweise doch einen Assi-Move machen und ein Stück drinnen lassen. Aber es... Ja. Weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Wozu? Ich war gerade weg. Lass uns das mit dem Boot anhalten und die rausschießen. Naja, AK, wenn die Stoßzug machen, kann das ganz schön böse enden, ne? Ich hätte gesagt, dass er vielleicht, springst ins Wasser. Ja, und denn? Ja, wenn die Sturzflug machen. Naja, gut, stimmt, rennst du wieder ins Boot.
Ja, also meine Vermutung ist, wenn wir die Kiste gelootet haben, werden die eventuell dann mit Heli kommen und uns. Geil. Oh, hat er aufgemacht, du bist so ein Arsch. Uns vielleicht versuchen abzufarmen. Hat den Granatenwerfer? Ich. Hier. Hier hast du noch Schrotten hierfür, wenn du willst. Nee, really. Ist ja kein bisschen warm hier oben. Smoke Grenade. Hühle 60 Grad. Du weißt, dass du davon auch stirbst, ne? Ich weiß. Da kommen sie auch nachts, ne? Wie lange geht das Ding da unten, ne? 9 Minuten. Ja, man kann sagen, bestimmt noch 10 Minuten. 8, 9, 10. Will einer mein Achtfach haben? Ja, ich nimm's, ich nimm's. Hier. Sicher, dass du mit 16-fach klarkommst? Ich will gar keinen. Nee, ich bin für Close Combat verantwortlich. Ist ja größer als eine Handfeuerwaffe, das Ding, ey. Pack das Ding mal auf den Revolver. Also auf den Python. Ach du Kacke, Alter. Ist das eklig. Brauchen wir irgendwas zum Zielen, Übungen hier. Mal gucken, wie da das Gefühl ist. Gibt es hier irgendwo eine Tonne im Wasser? Das sieht aber auch schon wirklich nice aus. Oder kommt mir das nur so vor? Das ist doch viel besser alles, ne? Was? Naja. Aussehen kann es gar nicht liegen. Es kann nur eine Performance. Meine ich ja. Das ist viel flüssiger. Ich meine, ich habe hier teilweise 80 FPS, 84, 90. 80 hast du? Ich habe 100. Ich habe doch OBS noch an. Das saugt so viel. Ja. 144, wenn ich die Dings drin habe, die maximal Frames. Ist ja, wenn ich gar nichts anhabe, wenn ich OBS öffne, sind schon mal 20, 30 weniger. Wenn ich dann noch starte, dann sind nochmal 20, 30 weniger. Wieso auch so maximal auf 144 gestellt? Einfach so, damit es nicht hin und her flamet, wenn ich spiele. Du hast ja 165, glaube ich. Ja, aber 144 reicht völlig aus. Alles über 60. Ich glaube, ich werde wirklich krank. Mir ist kalt. Ja, mir ist auch kalt. Ja, davor war mir ja nicht kalt. Oh ja, Double Barrel mit 8-fach. Das sieht bescheuert aus, guck mal. So wie im Battlefield, oder? Wo es rausgekommen ist, das 4er oder was das war. Und auf der Shotgun 8-fach Visier oder so und hast dann alle vergessen. Gott. Er pulst da rum. Okay, Udi hat gerade so ein Geräusch gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast aber so ein Geräusch gemacht. 553. Ach, guck mal, die R96 leuchtet sogar. Moment, fernst du es auf? Ja, er müsste auch noch eine angetaucht kommen. Das ist eine Idee, ja. Mich finden die so schnell nicht. Das sollte man hören eigentlich. Jo, die guckt dir das an. Nee. Okay. Ich guck jetzt unter zum Boot. Glaubst du, dass sie angeschwommen kommen oder was? Nee, aber die Idee war halt nicht abwegig, dass vielleicht wirklich einer da unten rumpimmelt in der Zeit. Ein Dritter vielleicht. Kam nix im Chat oder so? Auf Heli-Plattform ist einer von uns, ja? Nö. Bin noch weiter oben. Achso, gut. Nee, du bist erst auf diesem Ding. Dann siehst du ja, ob sie von hinten kommen. Juhu.
Habt ihr schon mal von der Ulrik aus Heli gemacht? Nee. Mein letzter Heli, der ist schon, keine Ahnung, wie lange her. Ich finde es interessant, dass echt keiner das jetzt nicht weiter versucht hat, ne? Kommen drei Leute. Zwei mit L96, einer mit M39. Ich finde, bis zu zweiter sollen sie. Warte mal, wo sind die Kameras von denen? Man sieht ja die Kameras, wenn sie dran sind. Die leuchten dann. Aber ach jeweils so. Nur die, die auch benutzt wird. Wo hängen denn die da Kameras? Ist eine. Wo? Keine Ahnung. Hier oben bei dem Gebäude von Dormois. Bei mir oben? Mhm. Scheint aber nicht. Doch, hier ist einer. Ich sehe die doch. Da oben siehst du sie? Ach da, ja. Ist aber nicht rot. Oder leuchtet es nee. Nicht? Wo ist noch eine? Ich weiß nicht. Unten, warte, ich guck kurz, wo noch eine ist. Helipad müsste eine sein, ne? Eine? Ja, da sehe ich eine. Hier oben ist da, genau da, wo Ding steht. Ja. Ah, da. Leuchtet auch nicht. Dann guck ich mal noch die eine hier unten. Weiß nicht genau. Ah, hier hängt auch eine Kamera. Da ist auch niemand drin. Black? Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Hör auf, kein Lust mehr jetzt. Ja, ich wurde zurückgebackt. Oh, geht nichts mehr. Ist aber da. Was? Echt? Nee. Mann! Oh, Alter. Ich hasse dich. Mit ausflippen. Komm, Etienne, wir machen jetzt weiter und irgendwann, wenn es wirklich so ist, glaubt er uns nicht mehr. Jo, liebe Zuschauer, ihr könnt gerne vorspulen und zwar noch ungefähr, ne, zwei Minuten. Minuten, ja, könnt ihr zwei Minuten vorspulen. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich vorhin mit Polo geschossen oder mit Achtfach, ey? Mit Achtfach. Beim ersten Mal, aber da bin ich mir nicht sicher, aber ich habe mich dahinter gestellt und habe umgesnappt. Du hast doch das Holo weggemacht. Ich hab doch auch mein Achtfach gegeben. Ja, aber zwei Schuss hatte ich, glaube ich, mit Holo gemacht, die ersten beiden. Hab dann umgewechselt auf Achtfach, glaube ich. Hä, du hast sogar kein Holo gehabt, oder? Natürlich hab ich Holo gehabt. Hab ich mitgebracht von zu Hause, für den Nahkampf. Hm. Ja, Mann. Ich spiel L96 ohne Visier. Ja, das ist ja sinnlos. Da sieht man gar nichts. Ich geb dir jetzt einen Headshot. Ich hab auch einen Laser. Ich hab gar nichts so. Ja, auf. Naja, One-Shot. Ich hab 83 Leben nur. Du bist so oder so One-Shot. Nee, wenn ich 100 habe, dann bin ich nicht One-Shot. Oh, auch mit einem Hessi. Ah, ich hab ein Hessi, ja, stimmt. Ich hab ein Hessi, ja. Bolti und Hessmut. Bei der Bolti kannst du es überleben, wenn du weit genug weg bist. Bei der L96 auch. Nee. Wenn du ein bisschen weiter weg bist. Ja, wie weit willst du denn weg sein? Die hat eine Reichweite von 1100 Metern. Nein, 1125 Meter. Alter, ist doch scheißegal. Nein. Scheiß Gören hier, ey. Mi. Alter, Knacker. Alle beide, ja. Müssen noch bei neue Karten holen. Wilson. So, was glaubt ihr, was drin ist? Ich sag MP5 Custom. Ich sag Rakete. Also MP5 Custom und diese Mars-Rakete dazu. Ich sag, da ist ein richtig fetter Cleaver drin, so ein Zweihandschwert. Oh nein, das war noch schlimmer als letztes Mal. Zeig. Oh Mann, ey. Na, Haku. Ist ein Schwert Dumbledore. Drin? Nee. Haku Dumbledore, Laptop, Mars. Oh, Sprengstoff ist geil. Oh, das noch, auf die Hose hier. Nice. Und auch meine, obwohl doch, meine Lieblingspistole. Oder eine meiner Lieblingswaffen. So, Konzentration jetzt. Ja, alles gut. Ich spring mal voraus. Jetzt spammen wir alle X und dann ist alles gut.
Das wird nicht viel bringen auf dem kleinen Boot mit drei Mann und einem Platz frei noch. Lass uns wählen in der Mitte, damit wir uns hier gegenseitig anschießen. Bin gespannt jetzt, ob sie kommen. Gerne. Piep, 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 piep. Wenn du deinen Laser ausmachst, zieht uns auch keiner. Die Sterne sind alle mal aus wie kleine Helis, sind nicht am Anfang. Ey, mich fuckt dieser Fluss oder was das ist da rechts von uns ab. Weil der so richtig schwarz raussticht. Fluss? Ja, weiß nicht, was das ist. Da auf 140 ist das, oder was? Zwischen 130 und 140. Ach, das da? Ja. Boah, was soll das sein? Weiß nicht, was das ist. Ist das ein Fluss? Da ist ein Fluss, kein Fluss sein. Diese Einbuchtung da, ein Fluss, hm? Nee, hast du hier von zu Hause warten eventuell, oder? Dürfen sie gar nicht. Ach ja, ist ja vorbei. Was machen wir uns überhaupt noch einen Kopf, Alter? Die dürfen uns ja gar nichts mehr jetzt. Oh Mann, ey. Hier sind wir. Hier sind wir. Ja, dürfen uns ja nichts mehr. Hier sind wir. Hey, Leute, die steht einfach rum. Gib die mal auf, die brauchen wir vielleicht noch. Deswegen habe ich ja nur eine geschossen. Ja, dann in der Raid-Situation. Ey, hätten wir uns kaputt gemacht mit dem Heli, ne? Weißt du was, gekommen wäre wieder easy. Easy. Hundertprozentig, Alter. Und jetzt kommt nämlich nichts im Chat anscheinend. Das ist vielleicht Timmy. Nee, der hat nicht aufgegeben, glaube ich. Das war Energetics. Okay. Annie flitzt nicht zu der Zeit mit HQM-Rüstung rum, das glaube ich nicht. Ja, gewöhne. Nicht abweisend gemeint, Energetics. Weiß nicht, ich meine. Easy. Du bist nicht so der HQM-Träger, der zu Tag 2 gefühlt schon rumruht. Annie ist eine entspannte Person. Oh ja. Aber es geht auch anders, haben wir gemerkt. So. Den Fluss könnten wir zubauen mit einem Tor, Alter. Dann würden wir uns keiner mehr die Burg klauen können. Und darin muss die Butze. Für das wird immer noch schieben. Warum? Wir wollen ja ein. Wir mauern uns einfach den Fluss ein und fertig. So, ein Tor auf dem Fluss ruf und links und rechts dann. Scheiße. Links und rechts dann einfach. Ja, du musst mal runter. Du musst aussteigen. Sonst können wir dich nicht schieben. Weil wir dich nicht geschoben bekommen. Wie lange ist denn das? So, seitdem du zugenommen hast. Diskriminieren von dem Spiel. gibt eine Anklage gegen Facepunch. Damit durchkommst? Ja, bestimmt. Diskriminierung gegen fette Leute. Ja, ja. Anzeige Schauen machen, weil es kein Gender gibt hier, weißt du? Schauen Sie, es hat 7,2 Millionen. Passt schon. Ich wäre schon mit einer Mitte zufrieden, ganz ehrlich. Nee, wir müssen es auf amerikanischen Standard halten, ja. Da gab es doch mal so eine Oma, die hat sich mit einem Kaffee verbrannt und hat McDonald's verklagt und hat da irgendwie mehrere Millionen für bekommen. Wieso sie? Wenn sie zu blöd ist, einen Kaffee zu trinken? Der Kaffee war zu heiß in ihren Augen. Das ist genauso wie der Red Bull-Typ. Was ist denn der Red Bull-Typ? Der hat Red Bull getrunken, ist aus dem Fenster gesprungen, hat Red Bull verklagt, dass er nicht fliegen konnte, weil er keine Flügel bekommen. Oh Mann, gut, Chat. Der mit hat Millionen bekommen. Mit solchen hirnlosen Menschen, die sowas machen, verabschiede ich mich jetzt hier von der Folge und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.